Dann sagt der Typ, also mein Chef, weißt du, vor allen anderen, echt und vor allen anderen? Aber das Gejammere, das kann ich nicht mehr hören. Rich House to Grow. Impulse für deine Wirksamkeit. Dann sagt der Typ, also mein Chef, weißt du, vor allen anderen, mitten im Meeting, also das war ja dann wohl mal nichts mit dieser Präsentation. Und das hat er dann gesagt, echt und vor allen anderen? Oh ey, du musst dich ja total scheiße fühlen. Dass du jetzt pass mal auf, meine Liebe. Entweder sagst du dem jetzt mal wirklich deine Meinung oder du kündigst ihm einfach. Aber das Gejammere, das kann ich nicht mehr hören. Willkommen im Drama-Dreieck. Da hätten wir das Opfer. Die Person, die keine Verantwortung übernimmt und weiß, dass die Ursachen für irgendwelche dummen Dinge im Außen liegen. Die Retterin meint es eigentlich gut. Leider verstärkt sie diese Verantwortungslosigkeit des Opfers, weil sie unten drunter die Botschaft sendet, du brauchst mich schon, alleine kriegst du das nicht gebacken. Und dann ist da noch die Verfolgerin. Auch sie verstärkt natürlich die Haltung des Opfers. Alle sind gegen mich, auch diese Person mag mich nicht. Die drei können sich super drehen in ihren Rollen, diese austauschen. Leider kommen sie inhaltlich nicht einen Schritt weiter, es wird sich nichts verändern. Was also tun? Wir alle können alle Rollen. Die Retterrolle ist so deine? Dann kannst du gucken, hey, Moment mal, der andere ist sehr wohl in der Lage, sein Leben alleine zu regeln und dich damit wieder auf Augenhöhe begeben und Fragen stellen wie, okay, welche Art der Unterstützung möchtest du haben von mir? Oder welche Lösung schwebt dir vor? Die Verfolgerrolle ist dein persönlicher Favorit. Auch da hilft es dir, wenn du wieder auf Augenhöhe gehst und dich eher als Sparring begreifst, als fordernder Sparring auch gerne. Wenn du Dinge sagst wie, sag mal, was hindert dich daran, ein Feedback zu geben? Probier es doch mal aus, gerne mit mir. Ab und zu ertappst du dich in der Opferrolle? Das würde mir nie passieren. In den Momenten tut's gut, wenn wir wieder gucken, was ist in dem Gestaltungsraum, wo wir Einfluss drauf haben und nicht so sehr, was ist von außen da, was uns gerade alles schwer macht. Denn Ownership zu haben, macht viel mehr Spaß. Wir alle können alle Rollen. Und wenn du mehr und mehr herausfinden willst, was deine Favoritenrolle ist, guck doch heute Abend mal Fernsehsendungen, besonders Diskussionen unter diesem Aspekt. Wer hüpft eigentlich in welche Rolle? Wem fühle ich mich besonders solidarisch? Und welche Folgen hat das, wenn die Person sich in dieser Rolle bewegt? Du entscheidest, wie viel Drama du in deinem Leben haben magst. Viel Spaß dabei! Du bist noch da? Cool. Ich mag gerne meine Lieblings-Takeouts mit dir teilen. Rufen sie immer einmal wieder und ich rede Schwachsinn. Ab und zu tappst du dich in der Opferrolle? Opferrolle? Operrolle? Keine Verantwortung übernimmt, denn unten drunter